Leute, kurze Anmerkung, warum gestern kein Video kam. Das Internet spinnt bei mir im Moment ein bisschen rum, also wundert euch nicht, falls es in den zukünftigen Tagen auch noch passiert. Also tut mir leid, ich habe im Moment ein bisschen schlechtes Internet, wie gesagt. Also ja, trotzdem viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4, zusammen mit mir, dem Stier, dem Dr. Raxo. Vielen Dank für euer heutiges Dabeisein. Ja, unsere Amanda Schmelander ist immer noch bei der Arbeit, deswegen bei Promis einschmeicheln. Alter. Verringert die Arbeitsleistung? Nee, ich würde gerne fleißig arbeiten, denn dann hat sie bessere Arbeitsleistung und das finde ich gut. Und dann gehe ich auch gleich mal direkt an die Staffelei. Von Flügel werde ich mich erstmal fernhalten. Ich glaube, ich nehme dann irgendwann, keine Ahnung, vom Instrument her, eine Gitarre vielleicht mal hier. Also eigentlich würde ich auch einen Flügel machen, aber zwei Flügel. Okay, wir würden dann nur einen benutzen, aber zwei Flügler in der Familie wäre das auch nicht so toll. Und wir müssen es halt jetzt schaffen, genug Geld für einen weiteren PC zu verdienen, denn das fände ich ganz nice. So, Alter. Ich würde sagen, erstmal nachdenklich duschen. Nein, nicht dahin gehen. Einfach mal duschen, lieber Raxo. La la la. Geht eigentlich irgendwas hier in der Nachbarschaft ab? Da geht jemand rum. Ja. Und hat sich wieder umgedreht und wir sind irgendwie alle nicht so gut gelaunt. Und da ist ein Pizzabote. Nice, Alter. Kann man sich in diesem Game eine Pizza bestellen? Werd inspiriert. So. Dann, nach Vorlage malen. Großes Gemälde nach vorne. Perfekt. Ah! Kann ich jetzt ein Bild machen? Wie geil. Von mir selbst aber leider nicht. Obwohl ich so toll aussehe. Nein, Spaß. Diese Veranda ist echt ziemlich cool. Ich habe ja auch vor, einen zweiten Stock, wenn wir genug Geld haben, anzubauen. Und das hier wäre dann sozusagen noch eine kleine Terrasse. Ja, nein. Natürlich nicht. Kann man das irgendwie auch umdrehen, die Kamera? Fände ich ganz nice. Ja, ich finde das... Ja. Finde ich ganz nice. Man könnte auch ein riesiges Bild machen. So. Einfach so ein richtig abstraktes Bild. Oder nicht? Oder nicht, Leute? Da müssen wir nur entscheiden, ob wir uns das aufhängen. Oder lieber verkaufen. Das sieht cool aus. Das sieht actually wirklich cool aus. Nice! An Sammler verkaufen. 500. Boah, kopieren würde aber genauso viel kosten. So viel Geld haben wir überhaupt nicht. Tada! Mach mal schnell. Kann man irgendwann eigentlich, wenn man so richtig gut im Zeichnen ist, einfach, naja, wirklich für richtig viel Geld verkaufen? Weiß ich ja nicht, Leute. Haben wir noch das Grafiktablet? Ja. Stimmt, ein Auftrag, Symbole auf Grafiktablet schicken. Bis wann müssen wir das abgeben? Bis Sonntag. Ist ja nicht so schlimm. Dann Freelance, Symbole. Ups, das war überhaupt nicht mein Ziel. Hast du überhaupt Symbole erstellt? Symbole fortsetzen, bitte. Symbole fortsetzen. Verlange ich mal von dir. Hast du dich jetzt wirklich gerade auf den Flügel gesetzt? Qualität ausgezeichnet. Abgenommen, dies ist genau das, was wir suchen. Perfekt. Wo ist das Tablet hin? Wozu hast du das Tablet hingelegt? Junge! Es ist ein Tablet. Ein teures Tablet. Sowas legt man nicht auf den Boden. So. Und dann machen wir nochmal Symbole. Kunden zur Abnahme schicken. Nicht reden! Sollst weitermachen. Selbstsicher. Inspirierende Kunst, ja genau. Abgenommen, dies ist genau das, was wir suchen. Und dann nochmal an Kunden zur Abnahme schicken.
Ja, nice, 400. Cool. Leute, dann nochmal wunderbaren Grillkäse zu dir nehmen, bitte. Und Amanda Schmelanda ist immer noch bei der Arbeit. Müsste aber gleich wieder zurückkommen. Rein theoretisch. Irgendwie, finde ich, könnte Sims 4 ein bisschen besser sein. Irgendwie so, dass wirklich eine offene Spielwelt ist und sowas mit großen Städten wirklich so, mit U-Bahn und so. Hey Amanda, du bist müde und du hast keinen Spaß. Aber da du so müde bist, würde ich erstmal sagen, schläfst du. Auch wenn dein Spaß wirklich sehr niedrig ist. Und dann zock ich einfach nochmal ein bisschen. Nein. Kreisch, der Direktor des Studios, ist hin und weg von Arkans Hyraxa-Städte. Die sind ja sowas von süß. Ja, keine Ahnung. Oh, sie wird angerufen. Von wem? Vorbeikommen und abhängen. Nee, sorry, Aslak. Du musst bei dir bleiben. So, Raxo. Du wirst jetzt nichts trinken. Denn Sims haben überhaupt nicht das Bedürfnis zu trinken. So, dann machst du mal ein abstraktes Gemälde. Und zwar auch ein großes. Ein großes abstraktes Gemälde. Und das wird gefälligst gut. Alter, Leute. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das wird wirklich sehr... Oh Gott. Vor allem irgendjemand muss das ja gemalt haben für dieses Spiel. Oder sind das echte Gemälde, die ich alle überhaupt nicht kenne? Keine Ahnung, Leute. Schick. Oh, das ist, glaube ich, nicht so gut geworden. Aber ich verkauf's trotzdem mal. Verkauf's, Raxo. Kauf es an einen Sammler. Aber wie viel Geld man einfach hiermit verdienen kann. Voll einfach, einfach. Voll einfach, einfach. Oho. So, stimmt, wir haben schon 600 Punkte. Nice. Drei Gemälde an Sammler oder Kunstgalerie verkaufen. Emotionale Gemälde, Alter. Dann würde ich sagen, üb noch einfach mal ein bisschen. Kann man noch üben? Mehr Auswahl. Hochleistungs-Upgrade? Level 4, Geschicklichkeitsfähigkeit. Ah, das habe ich leider noch nicht. Ist mit der Toilette nicht irgendwie... Hat es da nicht irgendwie drin gebrannt? Oder wurde das schon automatisch... Schon automatisch... gefixt? Schade, dass ich nicht mehr üben kann. Finde ich ein bisschen kacke, Leute. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal noch einen neuen Auftrag an. Logo für Sillims Lizzles Startup. Mit Kunden chatten, einfach mal, damit wir auch wissen, was wir zu tun haben. Meine Taktik ist immer mit dem Kunden chatten, danach duschen, um inspiriert zu werden und dann einfach loslegen mit dem Job. Das mache ich beim Freelancen eigentlich immer so. Nice. So, dann erstmal Bedürfnisse erfüllen. So, aufs Klo gehen. Dann nachdenklich duschen, um inspiriert zu werden. Und dann den Job erledigen. Logo auf Grafiktablett erstellen. Freelance Logo für 50. Ups, da wollte ich nicht drauf drücken. So, das wird jetzt aber gefährlich gut, Raxo. Schon wieder auf der Toilette. Und wie ist die Qualität? Normal. Wow, das wird die nicht zufriedenstellen. Ja, dann verkaufe ich es mal lieber. Ja. Habe ja trotzdem Plus mitgemacht. Logo. Ja, Logo, Logo. Komm. Normal. Come on. Oh, das hat die zufriedengestellt. Cool. Boah, wir haben einfach so viel Geld. Das reicht definitiv für einen Computer. Für einen Computer. Zack, boom, bam. Das heißt... Computersicherheitseinstellungen. Computersperren für jeden außer Raxo. So, und diesen Computer dann sperren für jeden außer Amanda. Denn der gehört ja auch Amanda. Habe ich irgendwelche Bedürfnisse gerade? Ich könnte auch pennen. Also tue ich das doch auch mal. Ach, das sind die beiden, wie sie zusammen schlafen.
Und Amanda, die um 1 Uhr morgens aufwacht, muss dann auch später wieder zur Arbeit. So, du hast ordentlich Hunger und brauchst auch Spaß. Ich habe die ganze Nacht nur dafür gearbeitet, dass du jetzt deinen Spaß auffüllen kannst. Aber auch egal. Dann spielen wir Blickblock. Ich finde es nur witzig, dass es eine Videospielfähigkeit gibt. Wofür ist die gut? Also fürs E-Sport vielleicht, aber... Wow! Was ist das? Alles ernten. Claro. Und da zockt sie. Und sie hat schlecht gegessen. Das Essen war nicht sehr lecker. Ja, kann ich verstehen. Sie hat ja auch gekocht. Just kidding. Sie kann bestimmt toll kochen. Dann duschst du nochmal. Du hast genug Spaß gehabt. Genug Spaß. So, Raxo, wachst du jetzt auch mal auf? Bitte, hast du irgendwelche Bedürfnisse? Oh, dann macht ihr halt selber was. Ach so, erstmal wird das hier geerntet. Gartenfähigkeit erworben. Stimmt, wir können auch einfach irgendwelche Blumen züchten. Auch eine Möglichkeit. Und was macht Amanda Schmelanda jetzt so? Ja, die muss das noch ordentlich auf dem Klavier üben. Denn darin ist sie nicht so nice. Das hört man auch. Oh ja, nice. So, und Raxo? Du gehst einem weiteren Auftrag nach. Was gibt es denn alles so für gute Aufträge? Untergrundkunstmaler. Mach einfach mal das. Referenzbilder studieren. Studiere die Referenzbilder. Amanda muss zur Arbeit. Dann sollte sie das auch gleich tun. Aber ich will jede Gelegenheit nutzen, bei der sie irgendwie zum Üben kommt. So, dann Fälschung auf Grafiktablet. Oh Gott. Was ist denn das überhaupt? Untergrundkunstsammler, ach so. Ah, so legal klingt das jetzt nicht, aber okay. Ja, mach das mal sauber. Und danach... Ich finde das so witzig, dass man einfach nur auf dem Grafiktablet was machen kann. Okay, ich habe jetzt Gänseblümchen und alles. Dann mach mal eine Fälschung für 100. Die dürfte aber nicht so nice werden. Aber du kriegst das hin, Raxo. Denn du kriegst das auch ein Level ab, oder? Nein, kriegst du nicht. Bitte? Jawohl! Das hat funktioniert, Leute. Dann jetzt noch weitermachen. Ein mathematisches Diagramm. Okay. Dann mach das mal. Lieber Raxo. Das sieht nicht aus wie ein mathematisches Diagramm. Diese Geräusche einfach. So komisch. 3 Gemälde an Sammler oder Kunstgalerie verkaufen, stimmt. Und dann noch die emotionalen Gemälde. Danach gehst du auf die wunderbare Toilette. Ja, nice, Alter. Aua. Ich glaube, ich habe sogar mehr dafür bezahlt, aber egal. Egal. So, danach duschst du nochmal und machst dann nochmal ordentlich gute Gemälde, lieber Raxo. Denn wir brauchen das Geld. Geld, Geld. Ich würde ja eher in die abstrakte Kunst gehen. Jetzt mal, du inspirierter kleiner Fratz. Level 7 bin ich jetzt. Anspruchsvolle Pop-Art-Gemälde. Dazu bin ich jetzt also in der Lage, Leute. Das freut mich. Cool, Alter. 340. Ja, nice, Alter. Meint ihr, es kriegt mehr bessere Bewertung, wenn ich ihm den Namen gebe? Der Vogel im Wasser. So sieht es zumindest ein bisschen für mich aus, falls das hier Wasser sein soll. Was ich stark bezweifle. Waren das nicht gerade noch 344? Ich bewundere es mal.
bewohne aber mein eigenes Gemälde. Hallo? Qualität normal. Ist mir egal. Du bewunderst jetzt das wunderbare Gemälde und verkaufst es. So, jetzt müssen wir nur noch emotionale Gemälde fertigstellen. Und das kommt dann offenbar, wie dieses mathematische Gemälde gerade, darauf an, wie es mir gerade geht. Dann nochmal ein großes, abstraktes Gemälde. Denn das musst du hinkriegen. Inspirierende Kunst, weil Kunst bewundert hat. Oh, du wurdest befördert. Offenes Mikrosucherin. Und sie wird angerufen. Aslak Pidissel. Nein, Aslak. Ihre nächste... um 17 Uhr? Okay. Wir haben aber Geld bekommen, immerhin. Ja, nice. 13 mehr die Stunde. Ey, cool. Du musst nur ein bisschen pennen. Und danach kannst du auch wieder... Danach tust du auch nachdenklich. Und, wie läuft's bei dir? Das sieht ja sehr schön aus. Ein paar Striche. Die Qualität ist aber ausgezeichnet, Alter. Verkauf es. Ja, nice. Das ist ordentlich Geld, das wir hier kriegen. Habe ich gerade was geschrottet? Sah gerade ein bisschen so aus. So, und jetzt du schnell. Dusch, 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 dusch. Und jetzt du ist Raxo. Aber wir benutzen unsere Computer irgendwie gar nicht. So, jetzt hat sie wieder ein bisschen Hunger. Ja, trotzdem üben. Üben, 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 üben. Dun, 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 dun. Ja, ich weiß. Jo, trink eine Milch, Alter. Was auch immer das ist. Das war's denn jetzt auch schon gleich mit der Folge. Ach, guck mal, ich höre ihr zu. Sie ist noch inspiriert, ne? Ja, sie ist noch inspiriert. Das heißt, sie levelt auch schneller. Wir müssen uns mal so ordentliche Boxen besorgen. Und ein besseres Bett. Das könnten wir doch noch machen. Ein besseres Bett besorgen. Allgemein dieses Zimmer hier mal ein bisschen schöner einrichten. So. Kackbett mal wegmachen. So. Denn wir haben uns definitiv ein besseres Bett verdient. Das sieht doch schön aus. Würde ich mir zwar in echt niemals aufstellen, aber es sieht besser aus. So, was ist denn das? Deckendekorationen. Ach so. Breite Abzugshaube. Das sollen Dekorationen sein. Dunstabzugshauben. Palmenblattventilator. Das ist der einzige Ventilator, der hier ist, ne? Diese Lampe möchte ich aber auch hier nicht haben. Wo haben wir denn hier noch Beleuchtung? Wer ist diese Beleuchtung? Da. Irgendeine schicke Lampe, irgendein Kronleuchter. Gibt's Kronleuchter hier? Das fände ich mal ganz nice. Ja! Genau danach habe ich gesucht. Perfekt, Alter. Ein freaking Kronleuchter. Ja, Leute, das war's dann auch schon für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne noch einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Runde Sims 4 wieder. Tschüss! Alter. Klingt sehr schön.